Moin aus Dänemark auf so eine Art Urlaub. Wenn ich unterwegs bin im Urlaub, dann heißt das ja natürlich auch arbeiten. Ganz klar, ein paar Stunden immer. Mein Sohn habe ich rausgeschickt zum Fußballspielen, beziehungsweise halt Fußballtraining. Und ich habe die ganze Zeit gearbeitet und irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das irgendwie so eingestellt habe in meinen Interessen. Ich habe die ganze Zeit oder den ganzen Tag bekomme ich irgendwelche E-Mails und sehe und mir werden Videos angezeigt von Blutwerten. Blutwerten bestimmen, Blutwerte interpretieren, Blutwerte dies, Blutwerte das. Und ich kann mich da immer so aufregen, ist wohl, glaube ich, das falsche Wort, aber ich denke immer nur so, Mann, die Leute müssen aufgeklärt werden, so geht das nicht. Ich habe das im Coaching auch immer, ne? Ja, ich war beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, alles ist in Ordnung. Alles ist im Referenzbereich. Du bildest dir das nur ein. Oder so. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was ist denn überhaupt alles gemessen worden? Und wofür? Und ist eine Anamnese vorher gemacht worden, welche Blutwerte die Person braucht? Es gibt zum Beispiel dieses Wort großes Blutbild. Wow, brutal, ne? Großes Blutbild. Dann sagt der Kunde oder sagt der Klient ganz stolz, mein Arzt hat ein großes Blutbild. Da wird dieses Wort groß auch noch richtig betont gemacht. Und da ist alles in Ordnung. Und das Blutbild, das große Blutbild, da geht es nur ums Blut, nicht um Organe. Also das Richtige in der Definition des großen Blutbildes geht es nur um Blut. Also es geht darum, kannst du Blut bilden? Hast du genug Blut? Hat dein Blut genug Eisen? Ist dein Blut zu dick? Ist dein Blut zu dünn? Hast du einen Infekt? Hast du keinen Infekt? Und da wird in diesem großen Blutbild wird nichts erzählt über Leber, Darm, Niere oder so. Es kann sein, dass der Arzt zusätzlich freiwillig nochmal Leberwerte nimmt oder Cholesterinwerte nimmt. Aber das große Blutbild an sich von der Definition her, es wird auch manchmal das wichtigste Blutbild wird auch manchmal Differentialblutbild genannt oder Hämatologie. Das hat mit Leber, Niere, Darm nichts zu tun. Und wenn diese Werte in Ordnung sind, dann ist das schon mal gut. Das ist auch in den meisten Fällen gut, weil wenn die nicht in Ordnung sind, hast du Leukämie. Und das hoffe ich nicht, dass das irgendjemand von euch hat. Das wünsche ich niemandem. So, und die Frage ist immer, was hat der Arzt für Werte genommen und wie interpretiere ich die? So, das kann sein, dass der Arzt zusätzlich noch Leber macht. Da gibt es verschiedene Werte, GOT, GPT, Gamma-GT und so weiter. Und die können natürlich auch alle in der Range sein oder die können nicht in der Range sein. Aber die Range, die ist ja auch entsprechend von da nach da. Von da nach da. Und dann gibt es natürlich Werte, die sollten ganz unten in der Range sein, wie zum Beispiel Cholesterin. Wenn Cholesterin ziemlich niedrig ist oder Triglyceride ziemlich niedrig sind, dann ist das schon mal ziemlich gut. Weil Triglyceride sagt aus, dass man ein Süßer ist oder nicht so ein Süßer ist. Hast du niedrige Triglyceridwerte, dann bedeutet das, du isst nicht viele Zucker oder du isst vielleicht viel Zucker, aber du kannst es gut verstoffwechseln bzw. verbrennen, weil du so viel Sport machst und weil du einfach eine Maschine bist. Aber wenn du hohe Triglyceridwerte hast, dann heißt das meistens, du isst entsprechend zu viel Zucker. Und wenn die an der oberen Grenze sind, dann kann der Arzt natürlich sagen, sind in der Range. Aber das ist für mich schon wieder eine Warnung, weil es gibt ja auch verschiedene Interpretationen. Zum Beispiel der Triglyceridwert ist bis 150 in der Range. Aber alle Gesundheits- oder Lifestyle-Doktoren sagen, bis 100 ist gut. Ja, das heißt also, da muss man immer diese Werte musst du erstmal einzeln interpretieren für dich. Und zweitens musst du vorher auch ganz genau wissen, was willst du denn überhaupt wissen? Willst du wissen, ob deine Hormone funktionieren? Und der Arzt sagt, ich habe ein großes Blutbild gemacht. Dann sagt er wenig über Hormone aus. Und ich will auch gar nicht die Ärzte anschimpfen oder irgendwas. Das liegt mir komplett fern. Ärzte machen einen super Job. Ja, die helfen uns. Wenn ich sehe, mein Sohn, wenn der beim Basketball mal sich verletzt, wie super dem geholfen wird von den Ärzten oder so. Ja, also das ist alles super. Bloß bei Blutwerten, da musst du dir wirklich jemanden suchen, einen Arzt suchen, der darauf spezialisiert ist, auf Vitalwerte, auf Frohwerte und nicht einfach auf Referenz. Tschüss. Also, zum Beispiel auch TSH, das ist so ein Schilddrüsenwert.
Der sollte zum Beispiel nicht komplett niedrig sein, sondern so bei 1 bis 1,5, gerade für die Leute, die oder für die Frauen, die schwanger werden möchten. Da musste der so sein. Wenn du bei 3,5 bist, dann sagt der Arzt vielleicht, das ist in der Range. Ja, das ist in der Range, aber zu hoch, um schwanger zu werden. Das ist immer die Frage, was man möchte. Ja, das ist so ganz wichtig. Hier waren zwei Kommentare. Der eine Kommentar war, die Kasse bezahlt nicht alles. Ja, das ist auch gut so. Ja, also Gesundheit oder Prävention liegt in der Verantwortung des Einzelnen und nicht von der Krankenkasse. Ja, also wenn du dich für deinen Körper interessierst, ja, und du willst Prävention betreiben, dann musst du das selber bezahlen, weil das ist ja deine Pflicht, dich um deinen Körper zu kümmern. Und ich garantiere dir, wenn du richtig, richtig krank bist, dann wird die Krankenkasse auch alles das übernehmen oder die Werte bestimmen und bezahlen, wenn es einen Grund dafür gibt. Aber einfach so auf Blaue hinaus mal irgendwie alles zu machen, das ist schon schwer. Und deswegen gibt es ja auch die sogenannten IGE-Leistungen. Gerade jetzt diese Woche habe ich wieder mit einer Kundin ein Blutbild machen lassen und da haben wir noch ein bisschen gestrichen. Ja, aber wenn ich das alles hätte machen wollen, was ich so geil finde, für jemanden, der sich um seine Gesundheit kümmert und natürlich auch um die Figur. Ja, wenn man weiß, wie muss ich essen, was Progesteron, Östrogen, Testosteron, das ist ja alles wichtig, wenn du Krafttraining machst und das läuft beim Krafttraining nicht, du trainierst da wie ein Weltmeister oder hast den tollsten Plan, vielleicht ernährst du dich auch super, aber die Werte stimmen nicht, die Hormonwerte stimmen nicht. Dann kannst du so viel trainieren, so viel gut essen, wie du willst, dann passiert nicht so viel, also fast gar nichts, als wenn alles richtig eingestellt ist. Oder wenn du immer müde bist, ja, dann kannst du dann 10 Kaffee am Tag trinken, aber wenn der Eisenwert nicht stimmt oder der Ferritinwert nicht stimmt, dann hast du auch zu wenig Sauerstoff im Blut. Dein Hämoglobin geht dann wahrscheinlich auch runter und dann hast du nicht so viel Power, dann musst du dich mehr hinlegen. Ja? Und deswegen ist das so mit diesen Blutwerten immer so eine Sache. Also, wenn ihr das so meines Erachtens, und ich mache zum Beispiel seit meinem 21. Lebensjahr regelmäßig Blutwerte. Ich habe bloß blöderweise die nicht alle gesammelt. Das ist ja schon 30, schon, weil bin ich denn jetzt? Das ist schon über 30 Jahre her. Seit über 30 Jahren mache ich das. Die habe ich bloß nicht alle gesammelt. Die habe ich noch also im Kopf. Ich habe immer geguckt, was gerade so anlag und so. Und seit 2014 habe ich meine ganzen Werte abgespeichert, digital abgespeichert. Und ich habe mir immer so ein bisschen Vermerke dazu gemacht, wie es mir ging oder wie es mir geht und wie es mir ging. Habe ich Haarausfall, habe ich Pickel, habe ich Power, habe ich Wassereinlagerung, habe ich Muskeln, habe ich Fett, habe ich Energie, habe ich Schmerzen, was auch immer, schreibe ich immer so ein bisschen auf. Und dann kann ich immer alle halbe Jahre gucken, wie war es denn da und wie war es denn da und wie war es denn da. Und dann kann ich immer vergleichen, ach guck mal, da habe ich mehr Östrogen gehabt und deswegen warst du da so aufgeschwemmt. Ja? Wenn ich zum Beispiel hier so keine Adern habe, ja, wenn ich dann, also heute habe ich ja welche, ne? Also das heißt hier, für mich, wenn ich heute mein Östrogen messen würde, dann wüsste ich, dass das Testosteron Östrogen im Verhältnis 1 zu 30 ist. Oder 30 zu 1, je nachdem, was du als erstes misst. Weil das habe ich so oft gemacht. Und dann weiß ich das. Und dann weiß ich, diese Range im Moment ist gut. Aber wenn ich dann so ganz aufgeschwemmt bin und so, und dann kann ich überlegen, liegt das daran, dass du wieder so viel gefressen hast oder so viel Eierlikör getrunken hast? Oder liegt es daran, dass hormonell was durcheinander ist? Und deswegen ist mein Tipp nochmal an alle Frauen da draußen, wenn ihr jetzt 20, 25 seid, ich weiß gar nicht, ob da jemand zuguckt, der so jung ist hier bei mir, geht zum Arzt oder macht, Arzt spielt da wahrscheinlich nicht mit, macht einen Speicheltest. Ich habe das jetzt gesehen, ich bin da bei Medivere, meistens bei Medivere oder bei MindLab, je nachdem, was ich brauche, ob ich also Diabetesvorbeugung brauche oder ob ich Hormone brauche oder ob ich Libido brauche oder was auch immer. Da habe ich so meine Tests oder meine Partner. Und ich habe jetzt gerade eine Dame gehabt, die ist bei mir im Coaching. Und die war bei Medivere, habe ich den ersten Test geschickt, jetzt hat die den zweiten gemacht, jetzt ist das Östrogen runtergegangen, das Progesteron ist hochgegangen, sie schläft wieder, die Haare sind schön. Und wenn sie jetzt diese Werte hat, sie hat jetzt einen Progesteronwert von über 300. So, und wenn sie jetzt irgendwann mal, wenn sie ja irgendwann mal wieder schlecht geht, weil die Haare fallen wieder aus oder sie kann nicht mehr schlafen oder so, dann. Und sie geht dann wieder zum Speicheltest oder macht den Speicheltest und sieht, ey, ich habe nur noch 100, dann weiß sie, ey,
bei dem Test, da ging es mir so mega, ja, da muss ich wieder hin. Und dann kann man das entsprechend ja wieder regeln, dass man das wieder macht, was man da gemacht hat, oder Nahrungsergänzung nimmt oder im Zweifel irgendwann auch mal vielleicht bioidentische Hormone. Frau Dr. Petra Eigenstedt, meine Freundin, wollte ich gerade sagen, die nenne ich ja immer Progesteron-Petra, die sagt zum Beispiel, keine Frau muss leiden. Auch nicht nur auch Gabriele Färber, Frau Dr. Gabriele Färber sagt das auch, keine Frau muss leiden. Die Zeiten sind vorbei, dass Frauen sagen, naja, die Wechseljahre, die waren schon hart, da musst du einfach durch. Da haben wir halt mal ein paar Jahre geschwitzt und da haben wir mal ein paar Jahre schlechte Laune gehabt oder gab es zu Hause halt andauernd immer Ärger. Das sagen mir 80-jährige Frauen heute. Ja, wenn ich sage, ich mache was mit Wechseljahre, die sagen, es war so, ist so. Ja, aber das muss doch nicht mehr sein. Wir fahren ja auch nicht mehr mit der Pferdekutsche. Wir fahren ja auch mit Autos. Ja, na gut, diese Elektroautos müssen es nicht sein oder Lastenfahrräder müssen es auch nicht sein. Aber ein geiles Auto ist doch besser als eine Pferdekutsche meistens. Ja? Und genauso ist es ja auch mit Medikamenten oder mit Nahrungsergänzungen oder so. Das kann man ja ruhig machen. Und deswegen ist es wichtig, die Werte zu verstehen und zu sagen, bei welchem Wert ist der Oberrange gut und bei welchem Wert ist der Unterrange gut. Ist die untere Range gut, ja? Zum Beispiel bei den Schilddrüsenhormonen selber, FT3 und FT4 zum Beispiel. Die Amerikaner sagen, ein FT3-Wert ab 4,5 ist erst Leben. Und hier sind welche, die kraxeln hier mit 2 rum. Und dann sagt der Arzt, bist du in der Range? Ja, du bist in der Range, aber du bist nicht in der oberen Range. Ja, also du musst einfach verstehen, wo willst du hin und welcher Wert sollte hoch und welcher Wert sollte niedrig sein. Für die Männer sage ich auch noch was. Da gibt es so einen Wert, der heißt SHBG. Das ist ein Eiweiß, was das Testosteron durch den Körper transportiert. Und wenn dieser Wert ganz hoch ist an der oberen Range, dann ist das freie Testosteron sehr gering. Das heißt, du hast vielleicht einen Mörder-Testosteron-Wert, einen Killer, ja, du denkst, was ich, bist Casanova himself, hast einen Mega-Testosteron-Wert, aber auch einen hohen SHBG-Wert, dann wirkt das nicht. Du hast zwar Testosteron hoch, aber das SHBG greift sich das geile Testosteron, was du hast, und das macht dich nicht geil. Ja? Also das macht dich auch nicht muskulös, nichts. Und dieser SHBG-Wert muss runter, sodass dass es nicht so viel bindet und das Testosteron frei wird und wirken kann. Der Gegenteil ist, wenn das SHBG ganz unten ist, dann wird das Testosteron nicht durch den Körper transportiert, dann bleibt das unten an der Hoden hängen und dann passiert im Körper nichts. Das heißt, auch da ist so ein Mittelwert ganz gut und das Verhältnis von Testosteron und Östrogen ist entscheidend. Das klingt vielleicht kompliziert. Aber es ist gar nicht kompliziert. Ich garantiere euch eins. Jeder, der nicht irgendwie auf den Kopf gefallen ist, der beschäftigt sich mit irgendwas, sagen wir mal, 2, 3 Stunden und vielleicht auch dreimal, 2 bis 3 Stunden, und dann verstehst du das. Auch ich muss mich in manche Sachen reinfuchsen. Ja, zum Beispiel ManyChat, das ist so ein Tool, damit man automatisiert Instagram-Nachrichten schreiben kann oder so, oder Antworten kommen kann. Als ich zum ersten Mal davor saß, habe ich gedacht, ich schaffe gar nichts. Ich habe es heute noch nicht voll verstanden. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ich wäre der Superchecker. Aber wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann werde ich das auch rauskriegen. Die Frage ist immer nur, investierst du in deine Gesundheit oder konsumierst du einfach nur? Wenn du natürlich jetzt nur irgendwelche kleinen TikTok-Videos anguckst, die dich belustigen, dann wirst du nicht viel lernen. Hier habe ich jetzt schon wieder ein paar Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon online bin. Das ist natürlich ein bisschen länger und ein bisschen aufwendiger, als wenn du mal eben so ein bisschen TikTok hast. Apropos TikTok, ich habe jetzt Anzeige bekommen. Mich hat jemand bei TikTok angezeigt. Ich habe nämlich so ähnliches Video wie hier, bloß natürlich in TikTok-Style, zum Thema Hormonmessung gemacht im Speichel und habe einen Speicheltest verlinkt, damit die Leute es gleich mal machen können. Habe ich eine Anzeige bekommen von dem. Weil er hat gesagt, ich wäre irgendein Quacksalber, ich hätte keine Ahnung und er wird mich jetzt anzeigen, hat er auch gemacht, weil ich in diesem TikTok-Reel-Video, wie das da heißt, nicht Anzeige geschrieben habe.
Brutal, oder? Ich voll die Anzeige bekommen. Naja, das sind dann so Leute, die gönnen dir gar nichts oder die haben eine andere Meinung. Keine Ahnung. Oder das sind so Internet-Rambos, die nichts zu tun haben, die nichts können, als den ganzen Tag nur zu scrollen und zu gucken und sobald ihnen irgendwas nicht gefällt, sich zu überlegen, kann ich den anzeigen? Weil es ist ja anonym. Der kriegt ja nicht raus, wer ich bin. Früher gab es sowas nicht auf der Straße. Egal. So. Hier steht eine Frage. Ey, geile Fragen. Ist die Messung im Speichel genauso präzise wie im Blut? Ja, sogar besser, weil dieses SHBG gar nicht im Speichel gemessen wird, sondern nur das wirkliche freie Testosteron zum Beispiel. Das freie, weil die freien Hormone, die sozusagen im Körper überall rumschwirren. Im Blut ist es, sieht man auch, müsste man, wenn man es im Blut macht, müsste man drei weitere Werte messen, um wirklich das Freie zu bekommen. Und wenn der Arzt nur das normale Testo macht, dann ist das schon mal gut, dass du einen Wert hast, aber der ist nicht aussagekräftig. Deswegen sitzt das besser im Speichel. Cortisol ist auch besser im Speichel, weil das muss ja fünfmal am Tag gemacht werden. Du kannst nicht fünfmal am Tag zum Arzt rennen, das Blut abnehmen. Aber es gibt so Werte wie Hämoglobin und so. Das ist ja nur im Blut. Das kannst du nicht im Speichel messen. Du musst immer überlegen, was kann man im Speichel machen, was nicht. Das Neueste, ich muss dazu noch einen Wert machen, ein Video machen. Ich bin gerade dran. Ist der sogenannte C-Peptid-Test. Der wird im Urin gemessen. Und da kannst du gucken, wann kriegst du endlich Diabetes. Ne? Wir haben ja bis 2040 ungefähr 40 Millionen Diabetiker in Deutschland und möchtest du dazugehören? Das kannst du dann da messen. Das war jetzt ein bisschen sarkastisch, ich weiß. Aber den mache ich jetzt auch demnächst, habe ihn nun zu Hause und dann mache ich das. Genau. So, was haben wir hier? Messung im Speichel. Ärzte stehen dir immer im Weg und lachen dich aus. Ja, das stimmt, wenn du den falschen Arzt hast. Das ist ganz klar. Also du musst dir wirklich Ärzte suchen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, die zu finden. Die sagen, Prävention ist wichtig, Hormone sind wichtig und so weiter. Die meisten Ärzte kümmern sich wirklich. Die meisten. Oh, jetzt klopft es an der Tür. Ich muss mein Urlaubsvideo hiermit beenden. Mein Sohn kommt vom Fußball zurück. Ich mache dieses Video noch weiter. Schreibt bitte in der Veröffentlichung eure Kommentare, eure Fragen rein und ich werde die dann natürlich beantworten. Okay, bis später. Omega-3 auch nur im Blut. Tschüss, tschüss.